Wenn wir den mitnehmen? Hallo, wo musst du hin? Triemli. Triemli, ja, ja. Ich bin Arzt, hallo. Arzt? Aha. Und was macht ihr? Was ist euer Auftrag? Lauts on the road. Herzlich willkommen heute in Zürich. Ich bin unterwegs zum Capirano. 180'000 folgen ihm wegen seiner lustigen Videos. Ob er im richtigen Leben auch so lustig ist, finden wir jetzt raus. Ich freue mich, steigt ein, es geht los. Wie geht's? Ja, super, dir. Darf ich bitten? Ja. Schön, bist du da. Was? Hey, ja. Oh ja. Geil. Ja. Oh ja, das da noch. Oh ja. Ist ein schöner Karre. Gell? Wie sieht ein normaler Tag von dir aus? Ich stehe auf, so um 9 Uhr. Und dann gehe ich ins Gym. Ja. Und dann am Mittag esse ich etwas. Cool. Es ist immer anders. Ich habe wirklich keinen normalen Tag. Zum Glück habe ich keinen normalen Tag. Jetzt kommt ja deine Comedy-Tour, die zweite. Ja, 3. Mai ist die erste Show in Basel. Ich habe ein paar Sachen, die anders sind. Neue Sachen und verbesserte Sachen. Also, es ist nicht so, dass ich mich mega lange vorbereitet habe. Zum Beispiel das Programm, das wir haben, haben wir dann im Oktober 3 Tage vorher verschrieben. Früher bin ich nie an einem Stand-up in der Schweiz. Stand-up? Ist keine Ahnung, was ich. Du meinst, Stand-up gibt es nur in Amerika. Und eben, an meiner Show sind eben schon jüngere Zuschauer. Finde ich auch interessant, ich wollte nicht irgendwie 40-Jährige dort. Aber eben, letztes Mal hatte ich so eine alte Mutter. Ich hatte so 70 Leute immer im Volkshaus. Aber die habe ich gesehen. Die, genau die, die nicht gelacht hat. Die hat die nie gelacht. Die ist dort so gesessen. Ist das an dir gelegen oder an ihr? Ja, ihr. Was ist der Unterschied zwischen Video machen, allein isoliert und dann auf die Bühne? Der grösste Unterschied ist, auch, dass du die Reaktion direkt live erlebst. Nicht per Like und Kommentar und so. Ist das von Anfang an gut gelaufen? Ich kann das einfach, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich wollte das schon immer machen. Und dann habe ich das erste Mal im Januar gemacht mit Stefan Büsser. Das habe ich mal versucht. Es ist voll gut gelaufen. Ja, ich hatte nicht so viele Auftritte gehabt, eigentlich, bis jetzt. Ich bin gar kein Profi, wirklich nicht. Aber ich habe Glück, dass Leute das feiern, die ich feiere. Und von wo kommen auch die Ideen? Die meisten Ideen, vor allem für Stand-up, sind die meisten Ideen, einfach, weißt, wenn ich mit Kollegen einfach am Reden bin, auch am Bullshit reden bin. Einfach so einfach kreativ sein, ich irgendetwas, Storys erzählen, übertreiben und es macht wohl Spass. Ich habe ein paar Figuren, ich spiele eine Frau, Melanie, die habe ich auch ein paar Mal in den Videos so. Schwul Coiffeur. Und Ausländer allgemein ist fast nicht sehr wichtig. Und eben, ich bin halt von Coiffeur zu Coiffeur gegangen. Und der Ende war schwul. Der hat noch performt beim Schneiden. Wie oft gehst du zum Coiffeur? Eine Woche. Gerade Spitzen schneiden, oder? Den Übergang machen. Den Übergang. Wie fängst du meinen Übergang? Nein, du musst nicht, du hast lange Haare. Ich weiß, mit kurzen Haaren ist mühsam. Aha. Du gehst aber nie. Deine Kindheit ist irgendwie das Äthiopien-Teil, Burundi, Zürich, Bern. Ja. Wie ist es zu dem gekommen? In Zürich geboren, aber nach 3 Monaten. Ich habe mit mir eine Stelle bekommen von der UN in Äthiopien. Okay. Dann, ja, habe ich dort 5 Jahre lang gelebt. Nach 5 Jahren sind wir in die Schweiz zurück. Nach Zürich, Oerlikon, habe ich gelebt, 3 Jahre lang. Yeah. Ja, also ich bin ins Kindesgymnasium gegangen, einfach 1 Jahr. Dann bin ich so gross, dass ich das 2. Jahr nicht mehr machen musste. Dann bin ich direkt in die erste Klasse. Also so gross, wegen der Höhe? Okay. Ja, also ich habe es so überschnurrt. Also ich habe es selber gesagt. Ich habe so gesagt, ja, ich bin viel grösser als die anderen. Aber dann hat mein Vater einen Job bekommen in Burundi. Was hat es mit dir gemacht, dass nomadenhaft gross werden? Afrika, Schweiz, dann wieder Afrika? Ich habe viel gesehen von der Welt. Ich bin auch viel offener. Ich bin nicht irgendwie kategorisiert als ich bin schwarz, ich bin so und so. Ich mache auch nicht so Videos über die in die Richtung und so. Und darum kann ich auch, glaube ich, alle meine Videos verstehen und können sich darin identifizieren. Auch. Eine bunte Mischung einfach aus der Welt. Ja, genau. Würdest du sagen, du bist Influencer? Oh ja. Sobald du bekannt bist eigentlich, und dann irgendwie irgendetwas drehst oder etwas trinkst in der Öffentlichkeit, dann gibt es ein Foto von dir. Schon allein das kann Leute irgendwie dazu bringen, ah, schau, er hat das an, das will ich auch kaufen. Ah, oh, schau mal die Kleider, hure geil, das will ich auch. Wo hat er das? Wollen wir den mitnehmen? Ich weiß nicht. Und dann haben wir. Wo muss her? Hallo, wo musst du her? Triemli. Triemli, ja, ja. Hallo. Ja. Sicher, ja. Das ist der nächste Grip. Das Ding. Merci. Das Ding. Triemli. Habt ihr ein Meeting, oder? Ja, ich bin Arzt. Ich kann nur. Arzt? Aha. Und was macht ihr? Was ist euer Auftrag? Wir sind eigentlich jetzt in einem Interview. Ja. Oh.
Ich hab schon. Nein. Spannend. Das Leben ist voller Überraschungen. Du hast 32.850 Tage, wo du bei voller Kraft, bei voller Besinnung, wäre da hinten gewesen. Das ist das 90. Lebensjahr für euch. Ja? Im Schnitt, ja? Wo ich weiss, ich kann voll Power Gas geben, dann wird einem der Tag viel wertvoller. Also will man aus dem Tag etwas rausholen. Und wenn man in eine Lethargie reinläuft, dann tut man so viele Jahre verlieren. Mhm. Oder mit einem schlechten Partner. Oder einen Job. Du musst dir mal vorstellen, wie viele Tage dass du in einen Job investierst. Mhm. 32.850 Tage. Das ist gespeichert. Hey, schönen Nachmittag. Weißt du, Roger, mich freut. Danke vielmals. Mach's gut. Tschüss, schönen Nachmittag. So ein geiler Mensch. Wieso gibt es so einen Mensch? So gut. Vor allem, dass wir jetzt eigentlich eine Aufgabe. Das schlage ich vor. Ich habe noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Eine kleine Geschicklichkeitsübung. Ja. Bist du dabei? Also, ja. Bist du gerne überrascht? Mhm. Also. Du hast Seile gekumpen und währenddessen gebe ich dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen von diesen zwei Begriffen. Okay, also. Ist gut? Also, gehen wir. Ja, wie komme ich da rein? Ich kann nicht... Okay. Uah! Afrika oder Europa? Europa! Mikro oder Kopf? Mikro. Kopf, der Zock! Eine kleine oder eine grosse? Eine kleine. Hast du mehr Spass? Eine Bernerin in Zürich heiraten oder eine Zürcherin in Bern heiraten? Zürcherin in Bern. 180'000 Follower oder 180'000 Schweizer Franken? Follower. Eine grosse Schnurren haben oder einen grossen Schwanz haben? Schnurren. Schnurren. Gut, stark. Du bist lustiger. Handschuhfach. Darfst du auftun. Eine Box. Richtig. Dann kannst du eins ziehen, blind, näher vorlesen und dann kannst du selber auch noch eins schreiben. Also, es ist schwierig, bescheiden zu sein, wenn man so grossartig ist wie ich, Muhammad Ali. Wow. Also, ich bin recht bescheiden. Ich denke schon, dass ich verdammt geil bin. Man sieht mir in der arroganter sein. Haben wir mal gesagt. Schau, jetzt darfst du noch eins selber verfassen. Es hat noch leere Kärtchen. Also, komm, füll das Zettel. Ja, was willst du eben? Mach etwas für dich. Ja. Geil. Ja! Mach jeden Tag etwas, was dich glücklich macht. Das ist gut, ja. Es heisst alles und nichts. Du musst für jeden Tag dankbar sein. Du musst dankbar sein, jeden Tag. Ah, das kann ich nicht. Ja, so eine, wirklich so eine Bubenschrift. Kielerschrift. Kielerschrift habe ich. Richtig hässlich. Gibt es noch irgendetwas, was verschlossen werden, was dir auf dem Herzen liegt? Ah, das frage ich immer. Wenn es euch in eurer Beziehung nicht gut geht, weiss ich, wie es nicht läuft, weiss so, wenn ihr irgendwie einen Pep sucht. So. Die Bälle bleiben noch länger zusammen und sie haben bessere Connections, wenn sie zusammen lachen. Darum würde ich euch raten, an meine Show zu kommen. Dann bringe ich euch zusammen. Oder auseinander, keine Ahnung. Hey, ist gut hier? Ja, voll. Alles gut, ich wünsche viel Erfolg und viel Auftritt. Ich bin gespannt. Danke. Also, peace. Viel erlebt, einen Arzt, den Gabirano lernen können. Wir waren unterwegs und das ist gut. Ich bin gespannt auf eure Inputs für spannende Gesprächsgäste. Schreibt mir im Kommentar und ich lade sie ein und nehme mit auf eine Fahrt. Habt's gut. Tschüss zusammen.